Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, heute gedenken wir des heiligen Gennaro oder Januarius. Er stammt aus einem Geschlecht in Neapel, das sich auch die Januaria nannte, um 270 nach Christus geboren, einer der letzten, der diokletianischen Christenverfolgung erlegen ist. Nachdem er ihn versucht hat, zuerst in einem Ofen zu verbrennen, dem ist der Heil entgangen. Daraufhin warf man ihn den Löwen vor, die legten sich zu seiner Füßen nieder, so erzählt die Legende, und mit seinen Gefährten, die alle dabei verschont blieben, worauf er letztlich, wie man auf diesem Bild sieht, auch enthauptet wurde. Seine Reliquien kamen sehr bald schon nach Neapel, wo zu seinen Ehren auch eine Kathedrale errichtet ist. In dieser Kathedrale werden in der Krypta, einer eigens dafür errichteten Kapelle, seine Gebeine, seine Reliquien aufbewahrt. Aber nicht nur das, sondern auch zwei Fiolen, die sein Blut enthalten sollen. Er wird dort sehr verehrt und auch in Prozessionen mitgetragen, die Reliquien. Es gibt dort einen sehr großen Schatz, unter anderem die goldene Mitra, die von Diamanten übersät worden ist. Und es ist schon eines der Wunder, gerade in Neapel, dass dieser überreiche Schatz, den es seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesenerweise gibt und der bis ins 19. Jahrhundert erheblich erweitert wurde, eben auch mit dieser goldenen Mitra, die ich genannt habe und die bei den Prozessionen mitgetragen wurde, oder auch einem Kreuz, das der Kaiser Napoleon gestiftet hat, ist dieser Schatz immer erhalten geblieben und wurde nie gestohlen. Das Blut selbst wird aufbewahrt und es gibt drei Tage, einen im Mai, um den dritten Sonntag nach Ostern, an einem Samstag, einmal am 19. September, seinem Sterbetag, und einmal am 16. September, wobei der Mai-Tag den Ausbruch des Vesuvs im Anfang des 15. Jahrhunderts kennzeichnet, wo, wenn man dieses Blut in die Nähe der Reliquien bringt, sich verflüssigt. Wie man es auch hier sieht, diese Verflüssigung des Blutes als Blutwunder bekannt, wurde 1964 durch den damaligen Kardinal Erzbischof von Neapel bestätigt und auch immer wieder durch Fürsten, durch auch Maria Theresia, durch Päpste immer wieder besucht, so auch zuletzt von Papst Franziskus. Das ist eines der großen Heiligtümer in Neapel selbst, das damit auch Pilgerschaften in großem Außenmaß an sich heranzieht. Im Korintherbrief selbst werden wir nach der Auferstehung gefragt, zur Auferstehung des Leibes, die schon der Gemeinde dort einen großen Frage Katalog bot, wie werden wir auferstehen? Und Paulus antwortet ihnen, wie mit dem Samenkorn ist es. Der irdische Leib ist das Samenkorn, das untergehen muss, damit Neues erwächst, nämlich der Leib der Auferklärung, der Auferstehung, der verklärte Leib Jesu Christi. So könnt ihr auch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt ist, ist armselig. Was im neuen Leben erweckt ist, ist voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, aber was zum neuen Leben erweckt ist, ist voll Kraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben besät,
was zum neuen Leben erwacht, wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, muss es auch einen vom Geist beseelten Körper geben. So steht es auch in der Schrift. Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde ein lebendig machender Geist in seiner Verklärung. Aber zuerst kommt nicht das Überirdische, sondern zuerst das Irdische und dann das Überirdische. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch war, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Es, die wir uns als Christen auch nennen dürfen. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Denn schon in der Schöpfung erfahren wir, Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Auf das Samenkorn greift auch das Gleichnis vom Seemann zurück. Da habe ich eine kleine Darstellung gefunden, die dieses Gleichnis auch tatsächlich versinnbildlicht. Fällt vom Seemann das Samenkorn auf den Weg, wird es von den Vögeln gefressen. Das heißt, es gibt solche, die das Wort Gottes hören, aber nicht annehmen. Es verflüchtigt sich. Das Samenkorn fällt auf den Felsen. Wenn das passiert und es schlägt Wurzeln aus mit wenig Erde, dann werden diese Wurzeln, weil zu wenig erdreich und Flüssigkeit zur Verfügung steht, vertrocknen. Es wird vergehen. Was heißt das? Wenn wir Menschen die Botschaft Jesu hören, aber schon bei den kleinsten Schwierigkeiten resignieren, ihr nachzugehen, die Nachfolge Jesu anzutreten, dann wird auch unser Glaube verkümmern. Die dritte Version: Das Samenkorn fällt unter Dornen, unter Disteln, im Dickicht, im Unkraut. Das wird das Samenkorn ersticken. Was heißt das? Und das kennen wir wirklich aus unserem Alltag, den wir uns hineinwerfen mit Beruf, mit Karriere, mit Freizeitgestaltung, Sport, allen möglichen Unterhaltung. Da geben wir dem Glauben oft sehr wenig Raum. Da wird der Glaube unter dem Geschehen des Alltags, mitunter auch der Sorgen des Alltags, die wir dann nicht zu Gott tragen, erstickt. Wenn es aber auf den guten Boden, auf das Feld, fällt das Samenkorn, wo es auch gepflegt, gewartet wird, wo die Ernte beobachtet wird, dass die Frucht reifen kann, dann geht die Saat auf. Genauso ist es mit unserem Glauben. Die Saat geht auf in dem Moment, wo wir unseren Glauben pflegen. Durch Gebet, durch Sakrament, durch unseren Lebenswandel, durch unsere Taten. Der Herr, die auf dem guten Land sind, die, die das Wort hören und behalten, und in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Mögen wir so in unserem Glauben Frucht bringen.